Ich habe jetzt bereits einige Coins-SBBs auf meinem Kanal gebracht, aber heute bringen wir mal ein No-Rules-Coins-SBB und zwar mit einem insgesamten Wert von 55 Millionen Coins. Ihr sucht die günstigsten IFC24-Coins, dann checkt MMOEXP ab. Dort bekommt ihr die günstigsten IFC24-Coins. Mit dem Code Fabio spart ihr dazu noch 5%. Erster Link in der Beschreibung. Jo Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir, wie eben schon erwähnt, ein 55 Millionen No Rules Squad Builder Battle. Und mit dabei ist Cenk. Was geht? Was geht ab, Leute? Cenk auch mit dabei. No Rules. Richtig geil mit Backpagen und ohne Abseits. Richtig, richtig cool. Ja, Freunde, da wird heute der Frust rausgelassen, der sich hier aufgebaut hat in den letzten Wochen der letzten SBBs. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, ist mal was anderes, trotzdem sehr, sehr hohe Coins-Anzahl, dann lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Machen wir mal 200 Likes, das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Dann können wir direkt das nächste Brett-SBB bringen, können wir mal dann überlegen, was wir da genau machen. Abo nicht vergessen und schaut bei Cenk das Rematch an, das war auch sehr, sehr geil und sehr, sehr lustig. Und dann würde ich sagen, können wir direkt schon reinstarten. Möchtest du einhalten oder soll ich? Halt du mal rein. Okay. Rechter Flügel, fange ich direkt mal an. Bitte, Bro, lass ihn mich mal wieder spielen. Ich habe ihn extra bestimmt 2 Jahre nicht aufgeschrieben. Mitgenommen, meine ich, weil du ihn immer aufgeschrieben hast. Und ich hoffe einfach, ich glaube, du hast ihn aufgeschrieben, aber ich hoffe einfach nicht. Salah. EOTM, ja, lacht schon. Ich packe ihn wieder raus. Ist okay. Ich packe ihn auf die Bank. Alles gut. Im Sturm jemanden, den du nicht haben wirst, gehe ich mal stark davon aus. Das ist Euse. Sehr, sehr cool, die 92er-Karte. Und Linksflügel müsste ich mir, glaube ich, noch holen. Ja, ich habe jetzt gerade hier den Fleischspieler, packe ich erstmal rein. Ronaldinho ist auch schwierig, weil man immer am P aufschreibt und so. Denki. Ich glaube, du musst Salah habe ich schon weggetan. Salah raus. Dann habe ich nicht die Eule Helm doch aufgeschrieben. Nee, Eule nicht. Als ob du Ronaldinho hast. Hä? Denk. Wir haben hier ein 55 Millionen Coins SBB. Du brauchst Coins und Ronaldinho steht hier drauf. Mach den raus, Cenk, oder kauf ihn dir gar nicht erst. Wo soll der Torwart hin? Links oder rechts? Rechts, weil da Salah stand. Das ist schön einfach. Da steht Vater schön. Martin, passt. Ja, passt. Ach man, okay. Ich habe für dich 2 Stürmer bzw. 1 Stürmer und 1 MS aufgeschrieben. Genau, ich bin auch mit der Karte gegangen, wo du eben zu mir meintest, den wirst du wahrscheinlich nicht haben. Ich hoffe auch, dass du ihn nicht aufgeschrieben hast. Der gute Eusebio, Centurions, ist am Start. Und im Sturm, du weißt, dass ich ihn habe, du weißt, dass ich ihn spiele, weil er viele Coins reinbringt. Ich überlege aber sogar gerade vielleicht noch umzuschwenken. Ich sehe hier auch den guten Cruyff noch, aber ich bleibe mal bei Pelé. Vielleicht hast du ja Cruyff aufgeschrieben. Gar nichts von beiden. Du hast auch Helm aufgeschrieben. Ich habe Helm aufgeschrieben, du hast Helm aufgeschrieben. Und dann dachte ich, nimmst du vielleicht noch R9 mit für die Münzen, Bro. Aber hast du gut gemacht, sag ich mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, dann ab zu den nächsten Positionen. So, beide haben 2 Spieler auf der Tafel stehen. Du hast die ZMs, ich habe die L- und RM-Position. Ich halte auch direkt mal rein und ich sag dir mal so, heute wird ein bisschen Samba getanzt. Cenk, ich habe Angst bei den Karten, weil ich genau die Karten spiele, ich wollte sie aber eben nicht verraten, okay, die ich aufgeschrieben habe. Daher kamen auch meine Tipps eben. Links spiele ich den guten Ronaldinho, dieses Thunderstruck-Icon. Brauchst du gar nicht reintun, Alles Klärchen. Es ist rechts hast du dann Salah oder was? Dann rechts habe ich dann Salah, ja. Wollte ich aufschreiben? Ich dachte aber, du spielst den nicht. Ich dachte, es wäre zu auffällig. Hätte ich machen müssen aus Prinzip. War dumm von mir. Ich habe Rodrigo noch. Ich habe deswegen Samba gesagt. Bisschen brasilianisch aufgeschrieben. Rodrigo, gut, dass du das vergessen hast. Den musste ich vor 2 Monaten oder so, glaube ich, mal gegen dich diskarden. Deswegen habe ich den Nein, stimmt. Oh mein Gott. Ach komm, ja, behalt Salah. Wenigstens Bronze links. Habe ich schon jemanden getroffen bei dir? Nee, ne? Nee, kannst du einen Torwart gönnen, wenn du willst. Ja, dann gönn dir mal den Torwart da. Bräuner oder so. Den magst du doch. Braune, ja. Braune kommt wieder rein. Der wird das richten. Okay, ich füge ein. Muss kurz gucken. Ah, die beiden hatte ich. Einen wirst du auf jeden Fall nicht haben, Bro. Und das ist Enzo Fernandes. 87er Winter Wildcard. Richtig geile Stats, ohne Witz. Der Mann ist cool. 5 Sterne Weakfoot. Der hat auch Ausdauer, also diese zweite Luft mäßig. Und ja, auf dem anderen habe ich Zidane. Der ist vielleicht auffällig, kann man haben. Ich hoffe mal, du hast ihn nicht. Ich bin so blöd. Ich bin aufs Große und Ganze gegangen mit den beiden Brechern. Den einen wolltest du eben auch schon spielen. Ich dachte, du probierst es nochmal. Lothar Matthäus. Und dann Ruud Gullit, Centurions. Ja.
Es ist immer so ein Katz und Maus über Rulle. Man darf eigentlich nur einen davon mitnehmen und muss hoffen, dass der andere ihn nicht aufgeschrieben hat. Sie dann, Rulle, Matthäus sind so die teuersten da, glaube ich. Komme ich durch mit den beiden. Sehr, sehr gut. Die nächsten Positionen, bei dir sind es die Außenverteidiger, bei mir die ZMs. Wieder mal. Ja. Ich halt rein. Ja, ich füge ein, mein nächster sehr teurer Spieler, Maldini, Linksverteidiger. Kommt man nicht immer drauf, deswegen habe ich eben leider schon gemacht. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht drauf. Und rechts einer, wo ich eher sage, dass du ihn eigentlich nicht hast, höchstens wegen der Connection zu Enzo. Zanetti, Centurions Icon. Hat auch diesen geilen Boost mit der Ausdauer, dass die durch den Ausdauer haben. Richtig geil. Du spielst wieder Maldini links und ich habe wieder deine Lieblings-Linksverteidigerin aufgeschrieben, Butcher. Ah, wichtig. Und rechts bin ich mit jemandem gegangen, der mit Z anfängt, endet aber mit Ambrotta. Ja, ah, deine beiden Außenverteidiger wieder. Ich war gerade so, wer fängt mit Z an? Ich habe an Cafu, an Carlos Alberto gedacht und so Zambrotta, okay. Okay, ich bin glücklich. Ich habe deine ZMs und ich bin auch ein Klassiker gegangen. Dein Classic nenne ich ihn mittlerweile. Das Schöne ist, ich glaube, die wirst du nicht haben. Ich bin nämlich nicht mit dem Klassiker gegangen. Ich bin einmal mit dem Goat höchstpersönlich gegangen. Denk, er wird dich heute brechen. Andrea Pirlo, ja, der beste Fußballer jemals, wollte ich nochmal angemerkt haben. Und nebendran steht die gute Puteas, auch sehr undercover, aber noch einiges wert. Ole Matthäus müssen wir nicht viel drüber schnacken, weil ich ehrlich, Quatsch mit Soße. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Finale, meine Freunde. Und ich sag mal so, du brauchst noch Coins und ich bin einfach aufs große Ganze gegangen. Das große Ganze ist gar nicht mal so schlecht. Ich bin aber nur mit einer offensichtlichen Karte gegangen. Und okay. Zwar ist das Maldini, den wirst du sehr wahrscheinlich haben. Raus. Jo, das habe ich mir gedacht. Aber dafür bin ich bei den anderen zuversichtlich. Nämlich bin ich mit einer Karte gegangen, die eigentlich nur ZM kann. Ich spiele ihn aber in der IV, weil seine SPC-Karte das kann. Der gut rüllet. Ich glaube nicht, dass du ihn aufgeschrieben hast. Dann eine Karte. 100% wirst du ihn nicht haben, weil du hast ihn mir eigentlich discarded beim letzten Mal. Aber ich habe ihn einfach im nächsten Icon-Pack nochmal gezogen. Der gute Rio Ferdinand ist auch noch einiges wert. Und im Tor sehr undercover mit Dudek. Darfst du alles behalten? Ich hatte Lucio, Van Dijk, Maldini und Panda. Das sind, glaube ich, alle teuren Spieler, die man überhaupt haben kann. Ja, ist okay. Also war mir klar, Maldini wird halt eigentlich echt immer rausgesniped. Ist okay so. Gut, ich halt mein Board rein. Ja, ich bin teuer und offensichtlich gegangen, weil ich nochmal meine Coins brauche. 2-3 Millionen. Habe ich eingehalten, den Preis natürlich. Van Dijk, Winter Wildcard bringt 2 Millionen, Lucio bringt 600-700, ich glaube vielleicht sogar 800k, keine Ahnung. Und mein Torwart bringt auch nochmal schlappe 600-700k, Andersa. Ja, nee, ich hatte echt gerade Glücksgefühle, weil ich habe nämlich Van Dijk aufgeschrieben, ja, den schreibt man ja sehr oft auf. Dann bin ich gegangen mit Rafael Varane und als du Lucio gesagt hast, dachte ich vielleicht mit dem Brasilien-Link gehst du im Tor auf Alisson. Den hätte ich nämlich aufgeschrieben gehabt, aber so... Hast du Van Dijk? Ja, Van Dijk ist am Start. Ja, ich habe gerade wieder weg. So geträumt. Holy shit. Ach, komm, Digga, das kann doch nicht sein. Drei Bronze. Bei mir sind es sogar nur zwei. Das heißt, das Spieler erraten habe ich bisher gewonnen. Mal sehen, wer das Spiel gewinnt. Wir laden uns ein und wird auf jeden Fall sehr lustig mit diesem Keine-Regel-Modus da. So, noch einmal die kompletten Teams, bevor wir reinstarten. Ah, die Bronzespieler sehen doch echt schön bei dir aus. Ja, aber das ist ein geiles Team. Deine teuren Karten sehen schön aus, sage ich dir ehrlich. Habe ich Bock drauf. Oh mein Gott. So gut. Nein. Ich glaube, ich werde gleich einen Disconnect kassieren. Mir wird schon unten dieser Ladebalken angezeigt. Oh, nee. Doch. Ich glaube, es wird gleich krachen. Dabei mache ich gerade so ein cooles Tor. Nein, doch. Let's go! Muss grätschen! Puteas! Oh mein Gott, ja, da ist der Disconnect. Warum denn? Was ist das für ein komischer Disconnect? Das sind diese, ich habe das so oft in der Wikileaks schon gehabt. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir laden uns neu ein und spielen dann einfach ab Minute 10 oder 15 weiter, was das jetzt so war. Du kannst mich einfach umgrätschen. Lol. Vergiss das so schnell immer wieder, es ist gestört. Komm, Euse? Ja! Und da, nein! Oh mein Gott, wie lucky mit den Kopfbällen da, Bro. Ich dachte, ich krieg dich sogar noch mit der Grätsche, mit Rullet, glaube ich, war das. Nein, Dudek. Ist das geil. Ist Martin. Nicht da. Vater Martin, der hat 7 Söhne. La. Und deswegen knallt er den rein. Warum hat ihn? Ja, brech ihm die Knochen, verdient. Ja. Oh. Und doppelt ist.
mal beide mitgenommen. Warum denn auch nicht? Oh. Das ist so kacke, dass das einmal reingrätschen. Oh nein. Nein. Versuch war es wert. Oh. Was ist das jetzt für eine Taktik? Ich fass es nicht. Ich hasse dich so sehr. Ohne Schämen. Mal ist doch scheiße. Ja, bitte, Salah. Billy. Irgendwann wird man da immer bestraft. Das ist so kacke. Ah. Und was auch noch gut ist, ist, dass es kein Abseits gibt, mein Lieber. Auch wenn das jetzt sogar kein Abseits war, Peter. Ja, spiel ihn neu, Debio. Oh mein Gott, ich muss ihn nur noch vorbeilegen. Nein, dieses Abseits-Ding, ich hab's vergessen. Der knallt ihn auch einfach richtig gnadenlos in den Knick. Nein! Ich kann das nicht. Ich gehe euch verkaufen, so. Ich gehe euch offiziell verkaufen. Vor allem, ich mache noch extra irgendwie geile Tricks, um dich zu verarschen. Das klappt trotzdem. Geil. Einfach geil. Nein, Lucio! Leg ihn in die Mitte! Ich kann das nicht. Ich kann das nicht! Und da hinten ist doch die Abseitsposition. Wie sie da gammelt in der. Ja, wie sie da. Bitte! Was ist das denn? Ey, okay, warte. Aha. Ach. Letzte Chance, Pelé. Euse im Abseits, let's go! Wenigstens noch einen rausgeholt. Ey, oder diese Abseits-Dinger sind zu gut. Das ist so schwer, diese Kacke mit dem Abseits zu fetten. Ich konzentriere mich nur auf den oben, ich sehe den gar nicht im Abseits. Ja, schön, dass du noch einen Discard rausgeholt. Freu dich. Ja, ich freue mich, aber zwei Discards trotzdem nicht so nice, muss ich sagen. Ja, GG. Okay, Freunde, ich habe umgestellt, weil es bei dir in der Aufnahme, so viel spoilere ich mal, so semi-gut geklappt hat, wieder mit einer Taktik. Mehr sage ich aber dazu nicht, mein Lieber. Du könntest mich heute wirklich sehr brechen. Ja. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Um ehrlich zu sein, habe ich gerade noch keine Position im Kopf, deswegen mache ich das Ganze ein bisschen Freestyle. Ich glaube, ich mache Ausschlussverfahren. Ich finde Stürmer heute nicht so attraktiv. Und weil du mit einer Taktik gegangen bist, glaube ich nicht, dass du stehen gelassen hast. Deswegen finde ich Stürmer und Mittelfeld nicht so attraktiv und gehe in die Verteidigung. Frage ist, welche deiner drei Innenverteidiger und ob ich den Torwart nehme. Guck mal, ich nehme auf jeden Fall zwei davon. Ich schwör's dir. Kannst du mir sagen, ob da was Krasses steht? Tick, ich kann dir so viel sagen, dass meine Taktik bisher gut aufgegangen ist, aber du mich noch brechen kannst. Also es wird es ist ein 50-50-Ding. Okay, warte mal, ich habe ihm jetzt halt geschworen, dass ich da auf jeden Fall die zwei nehme. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ich nehme trotzdem was anderes. Das wäre Arschloch-Move. Deswegen gehe ich auf den linken Innenverteidiger und den rechten Innenverteidiger. Nein! Es ist... Wie nennt man das? Unglück im Glück. Nicht Glück im Unglück, sondern Unglück im Glück. Nee, Unglück im Glück. Bro, erinnerst du dich in deinem Video? Meine Taktik war, die besten Karten in die Verteidigung zu stellen und ins Tor. Hast du es gemacht? Ich habe es heute genau andersherum gemacht. Ich habe die schlechtesten Karten in die Verteidigung ins Tor gestellt, aber ich wusste hatte ja nur zwei Bronze, Leute. Ich wusste nicht, wo deine ganzen krassen standen in meinem Video. Ja, ich hatte es vielleicht gar nicht gesagt, aber das war die Taktik auf jeden Fall bei dir im Video. Okay. Du hast aber trotzdem getroffen, Rio Ferdinand und dann noch Dudek, glaube ich, die normale Hero-Karte. Ferdinand 600k nochmal. Ja, okay, ich bin zufrieden, ich bin echt zufrieden. Da hattest du ja auch 2-3 Bond-Spiele, ich bin zufrieden, sage ich ehrlich, 600k ist super. SBC ist fertig, 600k hin oder her, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Es ist jetzt nicht kompletter Bruch, es ist jetzt nicht komplett gut.
Ich sende die Männer ab. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, sehr, sehr gerne ein Like da lassen. 200 Likes sind drin. Abo da lassen und checkt bei Cenk das Rematch ab. Und der Mann hat jetzt auch noch die letzten Worte. Jo, war cool mit No Rules, hat Spaß gemacht. War ein bisschen tricky mit dem Abseits, ich sag ehrlich. Versucht's mal selber aus, ne? Probiert's mal selber. Es ist wirklich schwer, die ganze Zeit darauf zu achten, dass man jemanden umgrätschen kann, dass man ins Abseits. Ich schwöre, ich habe manchmal Abseitsfalle gefühlt gemacht mit meinen Verteidigern, weil ich nicht dran gedacht habe. Und ja, aber war cool. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.